Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Und ja, ich habe mir tatsächlich überlegt gehabt, dass ich jetzt gerade in dem Moment, wo ich euch begrüßt habe, wieder verpeilt habe. Wollte neue Begrüßung versuchen, weil ja, dieses Moin moin, ich glaube, das ist irgendwie schon ein bisschen lästig. Und ich muss mir irgendwie überlegen, dass ich vielleicht das mache, was vielleicht angenehmer klingt oder so. Weil, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung beim Grüßen. So. Und wir wollten hier zu Keltkorb rein. Wie gefällt dir die Laserpistole? Piu, piu. Ja, piu, piu. Klingt super. Keltkorb, da müssen wir jetzt mal rein. Wir haben ja eine Quest bekommen in der letzten Folge. So, Keltkorb. Und wir hatten noch einen Stufenaufstieg, glaube ich, in der letzten Folge gehabt. Hier. Tatsächlich, Skillpunkte 1. Können wir ja auch mal machen. Was wäre sinnvoll? Ich glaube, hier müssen wir jetzt ein bisschen mehr schleichen können. Fitness haben wir. Hier, wo ist ein Sneaky unterwegs zu sein? Heile 1000 Schaden. Durch regelmäßiges Kraftgewicht heben. Hier schleichen, genau, das ist es. Würde ich hier mal einen machen. Du bist beim Schleichen um 25% schwerer zu entdecken. Deine schallgedämpften Waffen verursachen zusätzlich 5% Schleichangriffsschaden. Was ist die Herausforderung? Führe 10 Schleichangriffe aus. Okay. So, jetzt sind wir bei Keltkorb. Interessante Steine haben die da. Aus dem Weltall. Sorry, bin gerade beschäftigt. Womit? Du bist doch die Rezeptionistin hier, oder nicht? Was willst du nachher in der Pause machen? Keine Ahnung, aber ich muss hier raus. Seit heute Morgen gibt es ständig Unterbrechungen. Und ich will nicht in meiner Pause am Schreibtisch sitzen, wenn Cody mit offenem Mund ist. Ah, jetzt da oben haben einer wir das. Dieser Tage, was? Weitergehen. Einer dieser Monate. Ach, scheiß drauf. Ich gehe zu Terra Broom. Jetzt sofort. Ja, ich komme. Okay, jetzt bin ich verborgen. Wir können ja auch Chloe was mitbringen. Ich probiere das mal aus. So. Den hätten wir hier. Ich glaube, wir müssten. Der hier wäre es nicht. Welchen müssten wir hier machen? Hä? Vielleicht doch den? Ah, den hier? Ne, der wird auch nichts bringen. Wir haben hier 5 Dinger. Ah, hier hätten wir einen. Okay. So, dann würde das hier und das auch dann irgendwo hier. Aha, das wäre hier. Und das wäre dann hier. So. Programme hochladen. Haben wir erledigt. Jetzt gehen wir mal ganz entspannt hier wieder raus. So, wer schreibt mir jetzt gerade? Ah, die Neve. Schöne Grüße an dich. So. Kann ich auch sehr empfehlen, die liebe Niversum auf Twitch. Macht hauptsächlich so Just Chatting, aber auch hin und wieder Gaming. Ist auf jeden Fall eine sehr sympathische junge Dame. So, ich gönne mir jetzt noch mal einen Schluck Cola. Ich habe einen etwas kratzigen Hals. So. Und
Jetzt können wir wieder zurück. Noch sind die Quests hier alle in Neon. Crimson Fleet ist im Moment überall. Breitet sich in den besiedelten Systemen wie ein Virus. Also noch sind wir nicht irgendwo weggeschickt worden. Also aus Neon raus. Du bist oft da draußen, oder? Dann werde bloß nie wie diese Spacer. Die sind ja Abschaum der Galaxie. Nee, ich bin meine eigene kriminelle Organisation hier. Okay, interessante Mucke. So. Und da rein. Ich bin jetzt neugierig, wie es eigentlich mit Tomo weitergeht. Und ich frage mich eigentlich, warum ist hier offen? Aber der direkte Eingang ist hier. Wahrscheinlich wegen der Rezeptionistin hier. Jupiter Ellicott. Ah, das ist die. Ich will aber kein Ryojin Security Outfit haben. Weltraum Outfit. Ich will schon den haben, den wir jetzt haben. Von der Vanguard. Der sieht schon mega aus. So. Und wieder zur guten Dame. Da bin ich jetzt neugierig, wie diese Quest hier eigentlich auch weitergeht. Hier, die Questreihe. Aber du brauchst noch mehr stützende Beweise. Imogen ist absolut detailversessen. Hatte ich befürchtet. So. Na, sieh mal einer an. Du hast deinen ersten Auftrag überstanden. Wie ist es gelaufen? Alles erledigt, keine Probleme. Reden wir lieber über mein Gehalt. Wenn du glaubst, du könntest dein Gehalt verhandeln, irrst du dich. Außerdem hängt die Bezahlung von deiner Leistung ab. Also, lass hören. Wie ist es gelaufen? Alles erledigt und keine Probleme. Ich wurde nicht erwischt. Nicht der Hauch eines Problems. Ich wusste doch, du bist perfekt für den Job. Denk daran, ein Zwischenfall kann alles Mögliche bedeuten. Bestechungsgelder, Deckgeschichten, Aufräumteams. Du weißt schon. Je sauberer deine Arbeit, desto höher die Auszahlung. Das verstehst du sicher. Verstehe. Saubere Arbeit bedeutet maximale Bezahlung. Das habe ich. Du kannst doch nicht allen Ernstes erwarten, dass ich in so einem Job makellose Arbeit leiste. Wenn du saubere Arbeit willst, hättest du mich nicht einstellen dürfen. Ja, ich arbeite gerne schmutzig. Aber okay, verstehe. Saubere Arbeit bedeutet maximale Bezahlung. So ist es. Inzwischen kümmere ich mich darum, dass dieses Slate korrekt entsorgt wird. Nun, da wir wissen, dass dich ein kleiner Cyberstreich nicht überfordert, geht es mit Unterschiebung weiter. Unterschiebung? Unterschiebung? Ich soll jemanden ein Kuckucksei ins Nest legen? Sehe ich in etwa wie ein Vogel aus? Wie Intrigen bin ich immer zu haben. Da habe ich immer Spaß dran, Intrigen. Eine unserer Tochtergesellschaften, Arboron, konkurriert mit Laredo um einen Auftrag. Der Kunde ist sehr auf ein gutes Image bedacht und wird einen Vertreter nach Aquila City schicken, um Laredo zu beurteilen. Du musst dem Büro einfach nur zuerst einen Besuch abstatten und dort belastende Indizien gegen die Firma hinterlassen. Die Hände von Laredo werden ziemlich schmutzig aussehen. Wenn das Ryojin den Erfolg bringt, mache ich es. Soll ich die Indizien hinterlassen? Die Beurteilung wird ähnlich wie eine Buchprüfung ablaufen. Da wird alles gründlichst geprüft. Aktenschränke, Schreibtische. Dir wird schon etwas einfallen. Worauf kommt es bei diesem Auftrag besonders an? Hier ist saubere Arbeit gefragt. Wenn wir negative Aufmerksamkeit auf uns ziehen, könnte uns das den Auftrag kosten. Ich will aus Aquila City keine Berichte über Kopfgelder oder Leichen hören. Alles klar, wird erledigt. Gut. Das sollte dir keine Probleme bereiten. Anders als Keltkorp hat Laredo ein eigenes Gebäude. Du musst also nur ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Hier ist die Slate, die du dort unterbringen sollst. Sie enthält vertrauliche Daten, die unsere Freunde bei Laredo schlecht dastehen lassen. Und jetzt los. Nochmal zwei Digi-Dietriche bekommen, okay. Ich habe so das Gefühl, Ryujin ist, eigentlich kann man vergleichen, irgendwie in gewissermaßen, mit der Diebesgilde aus Skyrim. Eine Nur, dass Gala wir hier. Freestar-Botschaft in New Atlantis? Da gelangen
verlange ich an Infos. Nur, dass wir hier zumindest bisher noch nicht irgendwelche Banken ausrauben oder sowas. Oder bei irgendwelchen Leuten in die Wohnung einbrechen und einen gewissen Gegenstand klauen. So. Aber da war auch wieder Musik gerade. Ne, wir sind kein Level aufgestiegen. Okay. Ah, wir müssen wahrscheinlich zum Raumschiff. Okay, da bin ich gespannt. So. Boah, ich freue mich schon, wenn wir unseren Außenposten auf der Erde auch noch hier, beziehungsweise unser Hauptquartier auf der Erde, ausbauen können. Da freue ich mich schon richtig drauf. Vielleicht können wir auch eine richtige Stadt draus machen. Wäre mega. Ich würde dort feiern. Kann man auch Außenposten aneinander so dran klemmen? Und dass die dann zu einem gehen, also zu einem einzigen werden? Damit man irgendwie mehr hat, da kann man dann eine richtige Stadt draus machen. Okay, wir sind aber auch momentan auf 8 begrenzt. Apropos, hier haben... Ja, hier. Hip Services. Hier können wir mal gucken, ob wir vielleicht neue Teile für unser Schiff kriegen. Sollen wir was reparieren? Chefseigentümer müssen sich um Parasiten auf ihren Schiffen kümmern. Wir wollen hier nämlich keine Terrormorphs sehen. Ja, komm, mein Schiff muss repariert werden. Sehr gerne. Bald sieht das wieder aus wie neu. Ja, danke schön. Und ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Okay, kein Problem. Mal gucken, was die hier auch haben für Angebote. Achso, ich habe nur... Okay, Schiffsbilder. Mal gucken, was die hier für Teile haben. Zwei Warnungen, aber die gehen ja. So. Hier haben wir... Alles noch Klasse A. Von den Schilden. Hier schon Klasse B. Das schon Klasse C. Das ist aber auch wieder Klasse A. Aber da Raumschiffsdesign wieder. So. Struktur. Ja, Strukturen interessieren mich schon ein bisschen weniger noch momentan. Waffen. Was? Vanguard Raketenwerfer Tempest. Okay. So, Stationen. Fracht. Oh, der hier gibt 720. Müssten wir den hier machen. Sobald wir den leisten können. Raumschiffsdesign. Rang 1 müssen wir dafür machen. Okay. Cockpits. Okay, die sehen alle gleich aus, aber... Ah, Unterschied ist nur die Menge der Fracht. So, Docker. Antriebe. Nova-Antriebe, aber Klasse B. Warte mal. Ah, ne, der gibt 250. Okay. So, Fahrwerkpoint. Ein Graf. Aber bisher keine wirklich neuen Teile. Aber der Deimos oder Deimos oder wie der heißt, gefällt mir irgendwie bisher am meisten. So, okay, jetzt sind wir bei Reaktoren. Den will ich haben. Deswegen will ich C. Fliegen Rang 4 brauchen wir dafür, okay. Ionenstrahlreaktor. Okay, dann bisher noch nicht wirklich was. Zeig mir mal, was du für Schiffe machst. Du findest sicher was dir gefällt. Ja, hoffentlich.
Responder. Oh, alles ein Minus. Okay. Dann hier der Falcon. Reaktor 14, aber B. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Fracht hat er 620. Dann die Galileo. Sieht auch nicht schlecht aus. Warte mal, hat da an der Seite den Eingang, ne? Ah, okay. Dann Econohaul. Der sieht auch sehr cool aus, aber hat schlechtere Werte als meins bisher. Hat aber 2660 Frachtkapazität. Da hat er überall Frachtkapazität, sehe ich da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unten vielleicht auch noch was. So, Wert 90.000. Wendigo. Okay. Und Warhorse. Naja, die gefallen mir nicht. Ui, da hat's geruckelt. Aber okay, wir wollen jetzt los. Nach Aquila City müssen wir jetzt wieder. Für Ryujin. Da bin ich neugierig, wo es uns noch hinführt. So. Ah nein, ich wollte direkt ein Cockpit. Aber egal, wir können mal gucken, wo die eine Logistikexpertin ist, die wir hier eingestellt haben. Ob wir vielleicht mit ihr auch anders quatschen können. Wo ist denn die? Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wo ist denn überhaupt der Rest meiner Crew? Hier nicht. Hier ist auch niemand. Okay. Gehen wir mal nach oben. Vielleicht sind die da. Wer hat hier für Chaos gesorgt? Und wessen Sandwich ist das auf dem Notizblock? Also ich erwarte hier Ordnung, ja, Leute? Hier auch nochmal ein Sandwich. So. Ah, hier haben wir Sarah. Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Ja, was? Captain an Deck. Alles in allem geht's ganz gut, Captain. Okay. Muss ich später mal schauen. Ich bin schon ewig bei der Vanguard. Die Gesichter ändern sich. Aber Bösewicht bleibt Bösewicht. Ja, gut. Na, ich muss mal schauen, dass ich hier wirklich es anders umbaue. Okay, soll ja aber auch noch größer werden. So. Auf meinen Sitz. Und weg von Neon. So. Und abheben. Das wird einfach nie langweilig. Lift off. Ja, ich glaube schon, irgendwann wird das wahrscheinlich langweilig sein für die, wenn man jeden Tag nur immer abhebt und dann wieder landet und so weiter, Raumschiff fliegt, dann irgendwann wird das wahrscheinlich Gewohnheit sein. Wir sind wieder im Orbit. So. Wo ist Questziel? Wo müssen wir hin? Ich glaube noch dahin, oder? Dahin müssen wir. Nach Cheyenne. Ja. Ey, ich wollte da direkt hinfliegen mit Warp. Wollte da jetzt nicht.
Was soll denn das? Jetzt bin ich enttäuscht. So, Helium-3-Treibstoff ist meist auf luftleeren, felsigen Monden zu finden. Ah, okay. So, ich bin jetzt aber wirklich ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht direkt so hinfliegen konnten. Aber wenigstens sind wir hier in der Welt Space Western hier. Keine Ahnung, wie man es richtig nennen soll. Hey, du warst doch auf dem Internet, oder? Was? Nee. Wo war ich? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker, die im Weltraum leben, von ihrem Heimat. So, okay. Stimmt, und mit Varun, da ist es ja so, man muss das irgendwie unterscheiden zwischen den Normalen und den Fanatikern. Parade of Firearms. Da müssen wir hin. Da müssen wir jetzt rein. In Aquila City trifft man viele Leute. Kunde. Hallo, Kunde. Rachel Lance. Wir mussten Schießstand Graffiti entfernen. Justin Sneed. Warum machen wir ihn nicht einfach dicht? Wird doch sowieso kaum geöffnet. Kunde. Eine der ältesten Städte der besiedelten Systeme. Der Schießstand bleibt. Das Pack aus dem Stretch wird aber weiter. Rumlungen und mehr. Sollen Sie ein paar Bier? Ach, hier, Restroom. Okay, hier darf ich noch so rumlaufen, oder wie? Ja, Mrs. Lance. Hier ist ein Klo. Wo muss ich hin? Ah. Jetzt bin ich noch verborgen. Okay. Einmal vielleicht noch mal so schnell speichern. Und jetzt. So, ich hoffe, der wird mich nicht erwischen. Der ist hier überall falsch. Der würde hierhin passen. Und der hier dann wahrscheinlich, ja. So, und das dann hier und die dann hier. Okay. Einsteiger. So, 20 habe ich noch. Der hier ist falsch. Würde ich das hier hinpacken und das hier hin. So, dann das hier und das hier. So, Außeninventar. Vertrauliche Daten. Stift wollen wir nicht mitnehmen. Gut. Aquila City. Ich finde super, wie wir schleichen. Komm, wir tun jetzt so, als wären wir nur zur Toilette gegangen und. So übel sind die UC doch nicht, oder? Also die haben den gefährlichsten Mann der Welt in ihrem Keller eingesperrt und haben aber behauptet, der würde noch, der wäre schon längst getötet. Also ich bin mir nicht sicher, wie vertrauenswürdig die sind. So, Shepherds. Hier für die
für das Priester Collector wollen wir auch noch ein paar Quests machen. Müssen wir auch noch einmal beitreten und dessen Questreihe erfüllen. Wir fliegen wieder los. Boah, ich bin aber neugierig, wie das dann am Ende aussehen wird, wenn wir alles fertig geskillt haben. So, direkt Cockpit. Und dann direkt abheben. Abheben beendet. Okay. Können wir jetzt ganz normal dahin? So, ich möchte einfach so hin. So. Ja, gut. Wenn das nicht anders geht, dann machen wir das so. Dann machen wir das halt so auf diese Art und Weise. Ne, ich habe aber auch schon irgendwo gesehen, dass irgendjemand meinte, also in einem Video hat jemand gesehen gehabt, also hat irgendjemand behauptet, es ist möglich tatsächlich von einem Planeten zum anderen einfach so rüber zu fliegen. Ich glaube, das hieß sogar, wenn man von Jameson zu dem einen Mond von Jameson fliegt, dass das 7 in-game, nicht in-game, 7 reale Stunden braucht, damit man da ankommt. So, bis man dahin geflogen ist. Das finde ich schon auch eigentlich heftig. Dass das an sich schon so aufgebaut ist. Dass man das so hin kann. Da sind jeden Punkt auch besser als damals bei Arena. Elder Scrolls Arena von 1994. Okay, damals waren es aber auch andere Zeiten. Aber ich weiß noch, als ich das Let's Play dazu gemacht hatte, zu Arena, wie ich das versucht hatte, von der einen Stadt zur nächsten Stadt zu laufen. Und dann in irgendeinem Loop gefangen war und wusste nicht, wie man schnell reist und sowas. Ich habe ganze 4 Folgen, glaube ich, damit verschwendet. Ich habe dich schon erwartet. Ist es erledigt? Ja, alles erledigt. Deal sollten wir in der Tasche haben. Kinderspiel. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, aber das ist nicht gerade fair. Ah, naja, komm. Großartig. Ich werde Ularu wissen lassen, dass wir unsere Verhandlungen aufnehmen können. Nun ist es an der Zeit, etwas andere Fähigkeiten zu testen. Okay, wen muss ich töten? Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben. Steht mir von rechts wegen nicht eigentlich eine Pause zu? Wir erwarten, dass unsere Angestellten ihre Pausen selbst verwalten. Wenn du das Gefühl hast, dass dir alles etwas zu viel wird, solltest du eine Auszeit einlegen. Aber pass auf, für diese Arbeit brauchst du einen klaren Kopf. Für eine Herausforderung bin ich immer zu haben. Gut, dein nächster Auftrag könnte etwas mehr Flexibilität als die anderen bieten. Okay. Für deinen nächsten Auftrag musst du kreativ werden, um einer Sicherheitskraft eine Sicherheitsschlüsselkarte abzunehmen. Und mit kreativ meine ich nicht den Einsatz von Waffen. Wirf dich in Schale und überrede das Ziel. Oder übe dich im Taschendiebstahl. Okay. Du erstickst meine Kreativität. Irgendwelche Vorschläge, wie ich an die Schlüsselkarte komme? Wozu braucht ihr die Schlüsselkarte? Wir brauchen Zugang zum Sicherheitssystem eines Konkurrenten. Manchmal ist diese Art, uns Zugang zu verschaffen, besser als brachiale Gewalt. Okay, dann an viel an die Erfolg. Arbeit. Du kannst sicher die Schlüsselkarte auf friedliche Weise beschaffen. Denk daran, wenn doch etwas passiert, bist du auf dich allein gestellt. Okay. Ja, aber ich will endlich das Outfit haben, was die auch hat. Wo kann ich das kaufen? Das
Das würde ich gerne wissen. Kann ich bei ihm einkaufen? Kann ich helfen? So. Nee, ich wollte mit... Imogen hat uns gebeten, dich ins System aufzunehmen. Man darf dich also wohl beglückwünschen. Ah, hi. Du hast im Bewerbungsgespräch wohl überzeugt. Überzeugt? Ich habe sie vom Hocker gehauen. Tja, mit der Einstellung passt du hier wirklich bestens rein. Jedenfalls wollte ich dich in der kaputten Familie begrüßen. Ja, danke. Ich will aber genau dasselbe Outfit haben wie sie, ja? Wie läuft's? Erzähl mir was über die Glane. Oh, meine Wenigkeit. Tja, wo soll ich bloß anfangen? Wie lange arbeitest du schon für Ryujin? Ich bin jetzt seit 6 Jahren hier. Wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich mal so lang in einem Job bleiben würde, hätte ich ihn ausgelacht. Ich habe vom Partyleben in Neon geträumt, aber schon ziemlich früh gemerkt, dass ich mehr auf Sicherheit und Komfort stehe. Jetzt lebe ich quasi indirekt durch alle anderen hier. Das ganze Drama, null Risiko. Wolltest du jemals Agent werden? Himmel, nein! Ich würde mein Leben nur für meine signierte Borealis-Musiksammlung riskieren. Yuko hat versucht, mich für die Technik zu begeistern, aber das ist mir zu viel Stress. Ein Fehler und es ist nicht nur Ryujins Profit in Gefahr, sondern auch das Leben eines Agents. Nein, danke. Und was machst du in deiner Freizeit? Wenn ich Party will, gehe ich in den Club. Wenn nicht, beobachte ich Leute. Wenn ich Abstand brauche, mache ich Dachterrassenurlaub. Aber wenn ich wirklich allein sein will, verkrieche ich mich in meine Wohnung und höre den neuesten Mix von Borealis. Die Nachbarn hassen es, aber für mich ist das die beste Therapie. Okay, und wo kommst du eigentlich her? New Atlantis, ob du es glaubst oder nicht. Heimat der UC und mehr Auflagen, als man zählen kann. Ja, eindeutig nichts für mich. Sobald ich genug Credits hatte, bin ich nach Neon abgehauen. Okay, dann will ich dich aber nicht weiter stören. Oh, wie großzügig von dir. Aber nettes Gespräch. Okay. Das andere können wir ihn später mal fragen. Wie sieht es eigentlich mit dem Händler dann unten aus? Hat er vielleicht doch noch irgendwie dieses Outfit, dieses schwarz-rote von Inogen? Inogen hieß hier. Ich habe mir ihren Namen jetzt nicht gemerkt, verdammt. Ich hoffe, der hat jetzt dieses Outfit. Willst du Interesse an Neuro-Ems? Lass mal zeigen, was du hast. Hauptsächlich. Wie immer. So, Kleidung. Das war ja das hier, nur ein bisschen mehr schwarz-rot. Also ein bisschen mehr rot dran. Das ist... Achso. Genau, wir haben das... Ne? Wir haben ja das hier. Den Konzerner. Aber ich würde gern wissen, was die dann da oben hat. Das wäre komplett schwarz. Ne? Weißen Kragen. Ne, Management will ich nicht. Den auch nicht. Der hätte ja auch noch was. Management mächtig. Aber nee, ich will schon das... Schönen Tag noch. Jo, danke ebenso. Ich hätte schon gern wirklich dieses komplett schwarz-rote. Ich hatte mal jemanden in Zedonia meiner Wahl. Ist mit roten Augen zurückgekommen. Wirklich alles, was dein Herz begehren könnte. Okay, gut. Wollen wir mal weitermachen? James Newell sollte sich vorsehen. Der macht Ärger. Und mit Ärger kommt... So, okay, gut. Wo geht unsere Quest nochmal hin? Verdammt, ich habe wieder vergessen. Ich bin auch jetzt heute richtig vergesslich. So, sprich mit James Newell. Ist er hier? Der scheint hier zu sein. Okay, rennen wir mal dahin, wenn der hier sein soll. Ach ne, ich muss in mein Raumschiff. Okay. Reise hierhin, die Klinik.
Ja gut, dann ab in die Klinik. So, und direkt zum Cockpit. Und heben ab. Wie kann ich dir helfen? Lift off eingeleitet, Captain. Auf in den wunderschönen Himmel. Das sah schon fast aus, als würde ich durch die Stadt reinfliegen wollen oder rausfliegen wollen. Sah schon sehr gefährlich aus, das so Manöver. Erledigt. Stabile Orbit wie ein Spielzeugsegelboot auf einem ruhigen Teich. Hm? Ah, Narion müssen wir hin. Ah, hier funktioniert das mit dem Grafsprung. Okay. Warum mit dem anderen nicht? Mit Cheyenne? Und Aquila City? Herunter. Systeme okay. Die Palla. Wo genau sind wir? Ah, das ist die Palla. Ah, wir sind hier jetzt. Bei anderer Form. Okay, wir sind wieder hier. Die Klinik. Dann Grimsey. Sternstation. Dann Dalvik. Gryphos. Danra, Podius, Creed. Ah ja, stimmt, hier war ja Creed, genau. Vectera, Nira, Margrave, Hyperia. Wo waren wir nochmal? Hier, glaube ich, hier, in Vectera. Stimmt, wir waren hauptsächlich bei den Monden. Okay, gut. So, dann fliegen wir mal dahin. Oha. Das sieht aber auch nice aus hier. Aus der Ego-Perspektive. Muss ich vielleicht hier? So. Kommen wir ein bisschen schneller dahin. Was müssen wir da jetzt eigentlich machen? Definitiv wahrscheinlich erstmal andocken, ne? Bisschen Abstand. So, andocken. Musik wirkt aber gerade ein bisschen gruselig. Die Luftschleuse ist intakt. So. Einsteigen. Also ich würde mich auch schon sehr stark dafür interessieren, ob man hier so ein Raumschiff bauen könnte, wo mehr Raumschiffe dran. Ma'am, ich bin nur der Kurier. Ich weiß. Ich gebe nicht dir persönlich die Schuld. Dr. Salvato. Kann ich hier looten? Das zählt schon als Diebstahl, aber einige Sachen kann ich ja schon mitten. Ja, das kommt ungefähr hin. Dreimal. Ich werde deinen Vorgesetzten gegenüber noch einmal klarstellen, dass die Arbeit der Klinik und damit die Lieferungen lebenswichtig sind. Wir finden notfalls einen anderen Lieferanten. Jawohl, Ma'am. Verstanden. Danke, Dr. Salvato. Du darfst dich wieder an die Arbeit machen. Lara Darvish? Lass dich hier auf keinen Fall von jemandem anlesen. Sonst können wir dich nicht mehr gehen lassen. Okay. Und wer bist du? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Okay, Schiss, Wartungstechnik. Kann ich dir irgendwie helfen? Hat der andere? Klar, nur andere zu. Sachen? Schiffsbilder. Jetzt bin ich neugierig, ob der was anderes hat. Hier alles noch das gleiche. Hä? Nee, den?
Den kenne ich nicht, oder? Doch. Hauptkühl. Achso, das sind die Strukturen. So, das ist alles immer noch das gleiche. So, Waffen, Raketen, Atlatl. Interessanter Name. Das braucht aber schon Raumdesign, Raumschiffsdesign 4 und Klasse B. Das ist doch dasselbe, was wir da haben, ne? Ja. So, genau, hier haben wir auch alles das gleiche. Was ist denn das denn? Cockpit Armstrong. Die sehen auch schon cool aus. So. Cockpit Daimyo. Daimyo verstärkt. Cockpit Armstrong 20R. Keine besseren Cockpits, aber hier Docker. Backbot. Der sieht auch cool aus. So, Antriebe sind auch hier alles gleiche. Supernova brauchen wir auf jeden Fall. Fahrwerk Haupt 6 Backboard, Backboard mittig und hinten. Okay. So. Der sieht schon auch von der Farbe her geil aus. Schwarz, orange, aber okay. So. Hier ist auch immer noch alles das gleiche. Tayo hauptsächlich. Xiang, Tokamak X100. Komm, lassen wir mal. Lassen wir erstmal so sein. Schiff muss auch nicht repariert werden. Danke, dass du wichtiges Material lieferst. Das würde ich gerne mal hören. Hier gibt es immer mehr als genug zu tun. Das ist ein Grafantrieb. Schneller geht's de facto nicht. So, okay, gehen wir mal durch. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten hat. Nach dem Koloniekrieg wurden viele Anlagen aufgegeben. Und dort haben die Piraten Stützpunkte eingerichtet. Überall in den besiedelten Systemen. Problem? Nö, ich habe kein Problem. Ich will hier nur mal durch. So, wo muss ich überhaupt hin? Da lang, Staff Area. Darf ich da überhaupt hin? Ich lauf mal entspannt. Ich tu mal so, hätte ich nichts Verdächtiges vor. Bisher beschwert sich aber keiner, dass ich hier rumlaufe. Ray Room. Oh, frisch gewischt, oder? So, wo muss ich genau hin? Ah, zu ihr. Mir sind medizinische Eingriffe ohne menschliche Überwachung nicht gestattet. Okay. So. Hast du dich verlaufen? Du gehörst nämlich nicht hierher. Kann ich helfen? Ich brauche deine Security-Schlüsselkarte. Ich muss um einen Riesengefallen bitten. Ich muss mir deine Security-Schlüsselkarte borgen. Einmal kurz schnell speichern. Probieren wir mal aus. Kann ich dir bei etwas helfen?
Hm. Und ich brauche eine Gehaltserhöhung. Vergiss es. Für Details habe ich jetzt keine Zeit. Das ist ein Notfall. Mein Job steht hier auf dem Spiel. Dieser Gefallen würde mir den Arsch retten. Ich kann verstehen, dass du besorgt bist, aber ich weiß nicht, was das mit meiner Schlüsselkarte zu tun hat. Überzeugen. Lass uns nochmal darüber reden. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Keine Schlüsselkarte. Irgendwann klopfe ich dich, weil ich spare dir die Kopfschmerzen und gib mir einfach, was ich will. Rück raus, damit sofort. Ich habe hier nur ein kleines Fenster, ja? Die Zeit drängt. Ich versuche mal automatisch. Ja, ja, okay. Verstehe. Meinetwegen, nimm sie. Aber beeil dich. Kehre zu Imogen im Ryujin Tower zurück. So einfach? Ich muss die Proben unbedingt entsorgen. Nur okay. Ich hab jetzt, Ich sehe doch aus, als würde ich hier arbeiten, oder? Ein paar Patienten fanden das nicht. War unangenehm. Was? Ich ertrinke in Arbeit und könnte dringend Hilfe brauchen. Aber ich will niemanden zur Last fallen. Wenn ich helfen kann, helfe ich dir gern. Oh, klasse, das ist gut. Du hast für die Aufgaben hier leider nicht die richtigen Qualifikationen. Aber, ich habe ein paar Datenanfragen von anderen Anlagen in den besiedelten Systemen. Es wollen immer alle wissen, was wir machen. Der übliche Kurier ist in letzter Zeit etwas unzuverlässig. Wenn du also dieses Slate abliefern könntest, würde uns das helfen. Und du verdienst ein paar Credits. Okay. Pass auf dich auf. Den werde ich später nochmal ausfragen, wenn wir nachher irgendwann zu ihm zurückkehren. Der hat aber für sein Aussehen eine ganz komische Stimme. Also, der sieht sehr, sehr jung aus, aber... Ich muss mich um die Backups kümmern. Hat eine Stimme, dass der sehr, sehr alt wäre. Mir geht's bestimmt gut. Ganz bestimmt. Hat bestimmt ein bisschen Facelifting und so weiter gemacht. Hier ein bisschen... bisschen kosmetische Eingriffe bei sich machen lassen. Und abdocken. Krankenhaus im Weltraum. Ist aber auch schon, Und abgedockt. Wir sind wieder allein zwischen den Sternen. So, auf nach Voli. Ja, aber ist schon, eigentlich hat das was. Ein Krankenhaus im Weltraum. Hat eigentlich so auch Vorteile für Reisende. Also hat es geklappt. Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ja, komm, ich will da jetzt landen. Achso, ich kann nur hier so direkt zur Karte. So, okay. Landen wir mal. So, okay. Dann geben wir mal die Quest wieder ab. Aber ich bin jetzt wirklich neugierig. Wo uns die Ryujin-Quests hinführen. Momentan sind das nur einfach irgendwelche Botengänge. Ne, jetzt kommt's. Am Ende gehört uns wirklich hier Ryujin. Und wir steigen hier zum Manager auf. Vielleicht genauso ähnlich wie in Skyrim, dass wir, der Anführer von allem werden. Also ich hoffe, als Belohnung kriege ich das Outfit, dieses schwarz-rote. So, wo ein bisschen mehr schwarz-rot ist. Ja, wirklich, ich will dieses Outfit haben. Was ist? Hallöchen. Hallöchen. Hast du die Schlüsselkarte? Ja. Gegenstand geben, hier die Schlüsselkarte.
war das reinste Kinderspiel. Ich halte auch nicht viel von Sicherheit, aber lass das Dalton nicht hören. Nicht schlecht für einen Neuling. Es wird Zeit für eine größere Herausforderung und du kommst gerade rechtzeitig. Okay. Hoffen wir, dass eine echte Herausforderung. Meine Skills lechzen nach Action. Ja, irgendwie schon. Tja, das finden wir bald heraus. Für den nächsten Job ist aus zwei Gründen etwas mehr Diskretion nötig. Erstens hast du mit hochrangigen Managern zu tun. Und zweitens findet das Ganze in der Astral Lounge hier in Neon statt. Okay. Die Astral Lounge klingt spannend. Was hat das denn mit der Astral Lounge auf sich? Wenn dir der Name Benjamin Bayou nichts sagt, mach dich mal besser mit ihm vertraut. Der Mann kontrolliert Neon und hat Verbindungen zu praktisch allem, auch zu Ryujin. Der Trade Tower ist sein Baby. Und die Astral Lounge ist das Herz und die Seele. Wenn du da eine Szene machst und für bleibende Schäden sorgst, rächt sich das unter Garantie. Mhm. Okay, mich bei gesellschaftlichen Anlässen mit Menschen umgeben, ist nicht so mein Ding. Ja, ich habe auch so Schwierigkeiten, manchmal mit Menschen irgendwie was zu unternehmen. Keine Sorge. Solange du entsprechend aussiehst und dein Gedächtnis dich nicht im Stich lässt, klappt das. Unsere Techniker konnten keinen potenziellen Deal zwischen Infinity Ltd. und Quantum Synergies aufdecken. Was? Du musst dafür sorgen, dass der Deal schief geht. Infinity Ltd. und Quantum Synergies? Was sind das für Unternehmen? Keine Ahnung. Infinity Ltd. ist ein aufstrebender Konkurrent. Sie haben Produkte in mehreren ähnlichen Feldern. Mit Ausnahme von Schiffen und Neuroamps. Quantum Synergies ist auf Schiffsbetriebssysteme spezialisiert. Wir sehen sie nicht als große Konkurrenz, weil ihr Tätigkeitsfeld so eng ist. Wenn die zwei sich treffen, um über einen Vertrag zu verhandeln, will Infinity wohl ins Schiffsbusiness einsteigen. Und das würden wir gerne hinauszögern. Okay, dann ist so gut wie erledigt. Genau darauf hoffen wir. Du redest mit Sola Adisa, Geschäftsführerin von Quantum Synergies, und dem Finanzdirektor Arthur Cruz. Ich gebe dir zwei Dossiers mit den wichtigsten Gesprächspunkten zu beiden. Lies sie. Dossiers lesen, damit ich die richtigen Sachen sage? Verstanden. Ich werde mir jede Zeile einprägen. Lesen? Ich pack das auch so. Kannst du mir nicht einen kurzen Überblick über Solas und Arthurs Dossiers geben? Ach, komm. Exakt. Mit diesen Sätzen bringst du Sola und Arthur am ehesten von Infinity ab und buxierst sie sanft in unsere Richtung. Infinity Ltd. wird von Nina Hart vertreten. Ich gebe dir eine abgeänderte Version ihrer Präsentation. Du tauschst sie aus. Wir haben einige Zahlen so verändert, dass während des Meetings genügend Verwirrung entsteht. Hm? Klingt ganz danach, als würde dieses Meeting chaotisch werden. Die ausgetauschte Präsentation wird Infinity wie Amateure aussehen lassen. Wie seid ihr überhaupt an diese Präsentation gelangt? Das frage ich mich auch. Da hatten wir Glück. Nina hat bei sich zu Hause noch Änderungen vorgenommen und die Präsentation auf ihrem persönlichen Datenspeicher abgelegt. Auf den konnten wir natürlich zugreifen. Also haben wir eigene Zahlen eingesetzt und sie auf eine Infinity Ltd. Slate geladen. Wir müssen nur hoffen, dass sie auch eine Infinity Ltd. Slate verwendet. Aber es ist naheliegend. Hm? Und wie verschaffe ich mir Zugriff auf Ninas Präsentation? Wenn sie sie nicht bei sich hat, dann ist sie in ihrer Suite. Die Suiten werden patrouilliert. Sie hält sie also für sicher. Wenn du nicht an ihren Schlüssel kommst oder die Tür anders aufkriegst, versuch's beim Manager, Boone Morgan. Boone ist ein Fan von Credits, falls du verstehst. Klingt ganz nach, als würde dieses Meeting chaotisch werden. Wenn Manager mit Zahlen konfrontiert werden, die nicht stimmig wirken, dann verlieren sie sofort jedes Vertrauen. Und zu guter Letzt empfehle ich ordentliche Kleidung. Ich habe einen Anzug für dich schneidern lassen. Boah, bitte wir so eins, wie du hast. Absolute Diskretion. Ich will keine SNN-Sondersendungen über Mord in der Astral Lounge, klar? Das Einzige, was ihr von mir hören werdet, ist das krachende Scheitern dieses Deals. Warum ist die richtige Aufmerksamkeit so wichtig? Manager nehmen keine Ratschläge von x-beliebigen Leuten an. Wenn du wie eine Epsilon-Straßenratte oder ein Söldner aussiehst, werden sie dich keines Blickes würdigen. Hm, okay. Und was, wenn ich es nicht so mit Anzügen habe? Wenn du glaubst, dass du was Besseres findest, nur zu. Ich kann dir die Auslagen sogar teilweise erstatten.
Aber denk daran, Geschäftskleidung ist bevorzugt. Ein Club-Outfit wäre auch eine Option. Okay, bin bereit. Sehr gut. Aber denk daran, schön unauffällig, klar? Lass dich von der Astral Lounge nicht zu sehr ablenken. Gut, habe ich jetzt so ein Outfit bekommen, oder? Kann ich helfen? So. Anzug Business maßgeschneidert. Müssen wir jetzt anziehen? Zieh ich mal an. Ich hätte lieber gern den. Oder den hier. So, und dann haben wir hier zwei Slates bekommen. Ah, gefällt mir irgendwie gar nicht, das Outfit. Aber egal, das machen wir dann in der nächsten Folge mal weiter. Lesen uns die Slates durch und gehen in die Astral Lounge. Da ein bisschen feiern. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ah, komm, wir fahren gleich. Wir fahren in der nächsten Folge runter. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.